Hallo und schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Ich bin die Desi, falls du mich noch nicht kennen solltest, und ich stelle euch heute den Dunails Nagelfräser vor, inklusive den Pits dazu. Und ja, ich bin richtig begeistert. Ich war so aufgeregt, als ich wusste, dass der ankommt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert. Auf der rechten Seite meiner Hand habe ich schon alles abgenommen. Natürlich möchte ich euch das auch zeigen, wie ich das gemacht habe, wie das so funktioniert, und zwar hier auf der anderen Hand. Und ja, vorerst mal zum Gerät. Der Dunails Nagelfräser ist ein sehr hochwertiges Gerät auf jeden Fall. Und ja, kostet 69,95. Natürlich gibt es auch einen Rabattcode von mir, da könnt ihr nochmal 10% sparen. Den könnt ihr immer verwenden bei Dunails, da könnt ihr immer auf die gesamte Bestellung 10% sparen. Egal, was ihr euch da holt. Und auf jeden Fall ist es derzeit so, dass er ausverkauft ist. Vielleicht, wenn das Video online geht, ist er wieder verfügbar. Zumindest im April soll er wieder verfügbar sein. Ja, und ich würde sagen, wir packen den jetzt einfach mal aus. So kommt der an. Also das ist das Gerät. Und hier drunter befindet sich noch ein Pit. Das ist eigentlich der Pit, den ihr hauptsächlich braucht, um Dunails runterzunehmen, beziehungsweise um einfach, also statt der ganz normalen Nagelfeile, sprich, der kommt mit dazu, also einen Pit habt ihr auf jeden Fall dabei. Und dann befindet sich hier darunter noch das Ladekabel, was ich sehr praktisch finde, dass das Gerät nicht irgendwie Batterien oder so enthält, sondern dass man es einfach so aufladen kann. Ja. Und der Pit kommt hier in einen so einen Behälter, könnt ihr ganz normal herausziehen. Genau, also was solltet ihr vornherein mal zum Gerät wissen? Ich schalte das natürlich jetzt mal nicht ein. Es ist hier ganz oben ein Drehmechanismus, was ihr einmal aufdreht, um zudrehen könnt, einfach um die Pits hier anzumachen. Also machen wir das Ganze mal auf. Dann stecke ich den Pit hier rein und dann drehst du das Ganze wieder zu, damit das dann auch haltet. Das mal zum Wechseln von den Pits. Und ja, das ist hier auf jeden Fall der Einschaltknopf. Werde ich jetzt noch nicht betätigen. Hier ist auf jeden Fall der Anschluss fürs Kabel zum Laden und hier unten ist eigentlich die gesamte Einstellung vom Gerät. Ihr könnt hier unten drücken und je nachdem, wie ihr wollt, dass das rotiert, entweder nach rechts oder nach links. Und hier unten am Rad könnt ihr natürlich die Drehzahl einstellen. Da könnt ihr natürlich sehr langsam arbeiten, aber auch relativ schnell. Und ich würde für den Anfang auf jeden Fall empfehlen, mit einer etwas niedrigeren Drehzahl zu beginnen. Hier schaltet man das Gerät ein, das werden wir jetzt auch mal machen. Und er fängt eigentlich schon an zu arbeiten, also er rotiert schon. Und wie gesagt, hier kann man einstellen, wenn man hier drückt, ob es nach rechts oder nach links laufen soll. Das merkt ihr dann selbst, wenn ihr das Gerät an den Nagel hält, ob das überhaupt stimmen kann. Und einmal drücken, dann wechselt er von selbst gleich die Richtung. Also drücken wir mal. Genau. Ich habe hier jetzt mal auf 10, 11 gestellt. Wie gesagt, ich würde anfangen mit vielleicht mit 20. Und ja, ich habe dann auch, nachdem ich meine Dunails Nägel, nachdem ich das Powder runtergenommen habe, habe ich mit dem Gerät auch noch eine Maniküre gemacht. Und zwar habe ich die restlichen Pits auch noch hier. Und da habe ich dann die Drehzahl, ich glaube, 10 genommen. Es war ziemlich perfekt um meine Maniküre zu machen. Hat richtig gut funktioniert. Schön sauber und ja, von dem her, also das Gerät finde ich richtig toll. Ja, das Gerät an sich kostet 69,95 und die
weiteren Bits dazu kosten 19,95 Euro, was ich überhaupt nicht teuer finde. Das sind alles Keramik-Bits. Also wirklich sehr, sehr, sehr hochwertige Bits und ein sehr, sehr hochwertiges Gerät. Ich möchte euch jetzt noch schnell ein paar Sachen zu den einzelnen Bits erklären. Und zwar beginnen wir einfach hier mit dem hier. Das ist der runde Zylinder-Bit, der fein ist und ideal auch für Anfänger, um das Dipping Powder zu entfernen. Dann kommt dieser runde Kugel-Bit, der, finde ich, zumindest sehr, sehr, sehr praktisch ist, um dir eine Maniküre zu machen. Auch zum Entfernen abgestorbener Haut, reinigt die Nagelhaut und die Seitenwände der Nägel für einen ebenmäßigen Übergang. Genauso wie der nächste hier, der ist auch noch in Rot. Der feine Flammenpit, auch für abgestorbene Nagelhaut. Und der entfernt aber auch die Dip-Schichten an den Seitenwänden richtig gut. Kommen wir zu den zwei blauen, die hier noch drinnen sind. Einmal ist das der Spitzkegel. Auch der entfernt die Dip-Schichten an den Seitenwänden und vor allem bei so etwas schwer zugänglicheren Stellen ist der sehr, sehr, sehr praktisch. Und der letzte, der hat noch so ein leichtes Kügelchen drauf. Das ist der Zylinder-Pit in Mitte, optimal zur Behandlung der Oberflächen und der Seitenrillen, entfernt unsichtbare Nagelhaut auf der Nagelplatte. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr euch den Nagelfräser kauft, bestellt sie einfach gleich dazu. Um 19,95 finde ich auf jeden Fall, ist das keine Welt. Und ja, wie gesagt, ihr könnt dann auch noch meinen Rabattcode verwenden. Der Rabattcode ist DC10. Da könnt ihr nochmal 10% auf alles sparen. Natürlich wollt ihr jetzt auch wissen, wie das auch alles auf meinen Nägeln funktioniert. Und ich würde sagen, ich drehe euch jetzt rum. Also aus der Sicht von mir, damit ihr das ein bisschen erkennen könnt. Ich habe hier einen Nagel, der schon richtig abgeplatzt ist. Ich habe die auch jetzt schon über 3 Wochen drauf. Ja, hat wieder ziemlich lange gehalten, muss ich sagen. Man sieht es aber auch, dass die schon sehr, sehr, sehr rausgewachsen sind. Hier könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass die schon ziemlich lange drauf sind, schon sehr rausgewachsen sind. Ich zeige euch, wie dieser Fräser performt.
Was soll ich sagen? Ich bin richtig happy mit dem Du Nails Fräser und ich war richtig begeistert, als ich gehört habe, dass die Nagelfräser rausbringen. Und ja, ist einfach um einiges einfacher, da man sich ja doch viel Feilen erspart. Falls ihr jetzt Interesse habt an Du Nails, an dem Fräser, dann schaut gerne in die Infobox, da verlinke ich euch auch alles, auch meinen Rabattcode. Und ja, ich bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.